Erdgas Schwaben hat Grund zu feiern. Seit 25 Jahren ist der Energieversorger im Mindeltal aktiv und liefert zuverlässig Energie in die Städte und Gemeinden. Zur Jubiläumsfeier im Ursberger Klosterbräuhaus erinnert der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Weigel als Festredner daran, dass es hier zuvor nicht immer so umweltfreundlich und sauber zuging. In Ursberg stand früher ein Kohleheizkraftwerk. Und bei schlechtem Wind hat das in Oberrohr, einen Kilometer entfernt, noch die Wäsche meiner Mutter tangiert. Und insofern war natürlich das Gas, das neue Gaskraftwerk, die Zuführung von Erdgas, ein Riesenfortschritt, eine umweltfreundliche Energie, die damit ins Mitteltal und in meine unmittelbare Heimat gekommen ist. Im Jahr 1992 hat Erdgas Schwaben damit begonnen, rund 60 Kilometer Rohrnetzleitungen zu bauen, über die inzwischen 400 Hausanschlüsse im Mindeltal mit Erdgas versorgt werden. Erdgas Schwaben ist ein verlässlicher Partner für uns seit vielen, vielen Jahren. Und er liefert natürlich heutzutage eine Energie, die sehr umweltfreundlich ist. Vor allem die Hausbesitzer sind froh, völlig unkompliziert, zuverlässig mit Erdgas versorgt zu werden. Und bei den 25 vergangenen Jahren will es Erdgas Schwaben natürlich nicht belassen. Auch für die Zukunft hat der Energieversorger große Pläne und das nicht nur mit Erdgas. Wir haben, denke ich, noch sehr, sehr viel im Köcher, was man mit dem Brennstoff Erdgas alles machen kann, wenn er dann noch grüner wird, als es jetzt schon ist, wenn Anwendungen, die die Energiewende brauchen, umgesetzt werden können. Eigentlich sind wir da schon ziemlich gespannt und nervös. Für die Treue in den vergangenen 25 Jahren gibt es von Erdgas Schwaben auch ein kleines Dankeschön. Der Energieversorger spendet je 1.000 Euro für verschiedene Projekte in den Mindeltalgemeinden. Denn Nachhaltigkeit ist für Erdgas Schwaben nicht nur in Sachen Energie ein wichtiges Thema.